Willkommen zurück zu Alan Awakes, weil meine lieben Freunde, ich bin hier noch im Polizeipräsidium und ich würde jetzt gerne, wir können hier die Story quasi ins Finale treiben. Du warst der bessere Koskeller. Koskeller. Aber ich würde gerne einmal noch in die andere Welt reisen. Zu Alan. Gespräch, neue Option. Das ist wahrscheinlich das mit, Agent Sanchez hieß sie, ne? Was ist denn hier für eine... Hier ist noch irgendwo eine Kiste. Der Schrank vor mir hier. Und da ist überhaupt nichts drin. Danke dafür. Hier ist noch eine Leuchtfackel. Alter, sieht mein Inventar weird aus. Unaufgeräumt. Unaufgeräumt. Der neue YouTube-Kanal. Rakasiako. Rakasiako. Achso, schnell Wahl, tausche ich dann mit der Schrotze. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo hier so ein Self-Point ist. Dass ich auch zu Alan wechseln kann. Der müsste ja dann hier unten im, der Police gedönt sein. Das ist mal eine Untersuchung. Was ist denn da für eine Untersuchung? Untersuchungshaft. Der macht ein Selfie. First, let me take a selfie. Muss das nicht hier irgendwo sein jetzt? Hier oben. What? Hier rein? Nee. Hier auch nicht. Worum handelt es sich hier bei dieser Untersuchung? Okay. Weird. Keine Ahnung. Wo ist hier der da? Das Wetter hat sich auch sehr dramatisch geändert. Leer. Hier ist nichts. Nur Dunkelheit. Ich glaube, du hast recht. War vielleicht doch ein Fehler, hierher zu kommen. Ah, meint ihr? Ich glaube nicht, dass Marcy zurückkehrt. Fuck, Ryan. Was für eine Scheiße. Ich weiß. Tut mir leid. Hey, das ist nicht deine Schuld. Wir alle wussten, worauf wir uns eingelassen haben. Ich hasse das, wenn ich immer losgehen will, wenn das hier anfangen zu reden. Klopft die Alte hier noch an die Tür oder ist die Tür jetzt mittlerweile offen? Oh, die ist auf, ne? Ne, warte mal, hier die Tür war das. Da sind wir noch besetzt. Bewegt sich nicht. Bewegt sich nicht. Officer? Ja, der ist enorm schön. So, mal sehen, was bei Alan abgeht, hä? Wir wechseln mal die Realität. So, goddamn, speichern. Hier ist alles voller Wasser. Und der Fernseher ist leer. Ich habe keine Zeit für sowas, also raus mit der Sprache. Sagen Sie es mir. War das alles fake?
Eine Show? Niemand hat etwas anderes behauptet, Mr. Wick. Wir wollten nachgiebig sein, aber jetzt müssen wir uns nichts mehr vormachen. Ja, die Masken werden fallen. Oh, so weit würde ich nicht gehen. Sie wissen nicht einmal, wer hinter ihrer steckt. Aber sie wissen, wie sie sich das Leben schwer machen. All die Regeln. Endlose, verschlungene Schleifen, die sie unbedingt durchlaufen wollen. Sie haben so viel Glück, wissen Sie? So viele Menschen stehen hinter ihnen. Eine ganze Armee. Ich selbst. Ihre Frau. Alice. Ich muss dringend zu ihr. Sie ist in Gefahr. So ist es. Ihretwegen. Dasselbe gilt für jemanden, den Sie mit reingezogen haben und der mir am Herzen liegt. Sie öffnen immer wieder Türen. Spähen hinein und nehmen sich einfach, was Sie wollen. Deshalb stehen Sie mir im Weg. Ich weiß nicht, wovon Sie da sprechen. Ich muss mich auf den Weg machen. Vielleicht schaffen Sie es ja diesmal. Das geht jetzt schon lange genug so. Das und unser Night Springs waren eine schöne Ablenkung. Wird Zeit, dass mir jemand eine klare Antwort gibt. Beim nächsten Mal werden die Umstände anders sein. Und Sie täten gut daran, sich zu revanchieren, indem Sie Ihre Rolle spielen. Oder mir aus dem Weg gehen, Mr. Wake. Ganz wie Sie meinen. Dor, Zane, die Masken fielen langsam. War ich der Flucht etwa nahe? Ich durfte keine Zeit vergeuden. Kann es sein, dass Mr. Dor selber hier gefangen ist, dass quasi unsere beiden Realitäten aufeinandertreffen und einer versucht, also jeweils der andere versucht zu flüchten und dadurch, dass beides versuchen, es im Endeffekt quasi nur einen geben kann, der wirklich flüchtet und dass Mr. Dor vielleicht Sagas Vater ist? Oh shit, das wäre too big brain, oder? Ich glaube, ich bin da... Ob ich auf der richtigen Spur bin, weiß ich nicht, aber... Es könnte sein, ne? So wie er jetzt geredet hat. Ah, das wäre aber zu... Das wäre too big brain, oder? Das zu weit hergeholt. Ich weiß es nicht. Oh, oh mein Gott, Alter. Ich konnte nicht rein. Mir fehlte etwas. Alter, erschreck mich nicht, du Pfeife. Wake. So, ich dachte gerade, da würde etwas stehen. Ich würde gerne nochmal Sheriff Baker sehen. Ich will auch nur raus hier, mein Freund. Nach Hause. Zu Alice. Da vorne. Das ist das Licht am Ende des... Das war knapp, Tom. Weiter, sagte die Oma im Schnee. Wenn die Panik am größten ist, ist die Hilfe nicht mehr weit. Dor war diesmal nicht froh, mich zu sehen. Die Furcht vor dem Herrn ist der Weisheit Anfang. Lass dich nicht unterkriegen. Er spielt seine Rolle. Gib ihm eine Rolle in deinen Filmen, Tom. So wie mir. Verdammt nochmal. Das wär's doch. Welche Filme? Ich liebe deine Meisterwerke. Tom, der Dichter, ist mein Lieblingswerk. Und Nightless Night ist das bekannteste natürlich. Und stimmt es, dass es schon bald wieder ins Kino kommt?
Ist an dem Gerücht etwas dran? Ich muss zurück in meine Wohnung. Können Sie mir helfen? Gut geplant ist halb erledigt. Du hast mich gebeten, nicht... Wie ging noch mal das Wort für Fotos? Lichtbilder. Die Bilder, die deine künstlerisch begabte Frau aufnahm, die sind in einem Schuhkarton im Keller. Was du zurücklässt, wartet auf dich vor dir. Okay. Danke, Adi. Das sind die Fotos, wo wir damals, die ich damals gesucht habe. Fotos von Alice. Die gab es quasi einfach noch gar nicht. Und deswegen konnten wir die auch noch nicht finden. Okay, die Tür ging nicht auf. Bei den Toiletten was? Ich guck mich hier nochmal um. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Da auch nicht. Alan Wake. Ich schätze mal, ich muss da in den Keller, ne? Aber ich guck. Es ist so hell mit der Taschenlampe, die wenn die irgendwo gegen klatscht. Polizei! Polizei! Hier war das, ne? Hatte ich Bakers Office schon mal irgendwo hier gesehen oder gefunden? Vielleicht da drin. Ach, warte mal, hier gibt's dann keine Treppe mit. Oh. Muss ich das Licht erst anlassen? Ich weiß es nicht mehr. Ich höre schon durch die Wände. Alan Wake. Wake. Oh, die Glotze. What? I'm trapped in a loop. Okay, aber diesmal will ich jetzt überspringen. Weil, hinter den Masken. Arti Jötenjö. Jötenjö. Diesmal ist hier nicht das Ende der Folge. Um zum Parliament Tower zu gelangen, musste ich einen Tatort finden. Zane würde wissen, wo einer ist. Lass mich raten. Achso, suchen nach Zane im Hotel. Ich dachte, er ruft wieder an. Alan Wake. Irgendwie habe ich noch nicht. Ich hoffe nur, ich habe nicht Baker verpasst. Hier ist ein Echo. In diesem Labyrinth aus Blutspuren, durch das ich den Kult verfolgte, traf ich den Filmemacher Thomas Zane. Einen esoterischen Bohemian mit einer Vorliebe für Gräueltaten, die im Namen von okkultem Unsinn durchgeführt werden. Ein Regisseur will in seinen Filmen jeden Aspekt der Welt kontrollieren. Was unterscheidet ihn von einem Kultanführer? War Zane nur ein weiterer Deckname für Scratch? Es gab ein Gerücht, dass Wake und Zane gemeinsam an etwas gearbeitet hatten. Ich wollte die Wahrheit aus Zane herausholen. Egal wie. Max Payne ist auf dem Weg. Hier ist noch ein Behälter. Sieht nicht so aus. Wahrscheinlich irgendwo hier oben oder so, ne? Oh, doch, da. Hey, guten Tag, Sir. Muss hier einmal dran. Munition ist immer gut. Wake. Wake.
Wir kommen dem Ende immer näher. Da war eine Leuchtfackel drin. Alter, wie viele Schatten sind denn hier, Alter? Leck mich am Arsch. Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Guck hier gerade, ob hier noch irgendwo was ist. Also hier sind noch ein paar Sachen. Da ist doch da vorne ist auch noch ein Echo. Hey! Ah, so ein Messerstich ja wieder, verpiss ich. Das Licht hielt die Dunkelheit fern. Sicherheit. Hast du den Messersticher? Die Drecks-Londoner hier. Hör auf mich abzustechen. Wo bin ich? Der Wer? War vor. Aber wohin? Shit! Ja, genau, da hab ich. Wie viele? Shut the fuck up! Ich wollte nur das Echo sehen, nur das Echo! Da ist es doch, guck es doch. Hatte ich beschlossen, dem Kult zu folgen? Oder hatten sie mich als Dämon auserkoren? Der die Hinweise der Basis meiner Interpretation ordnen und das von mir Beobachtete ändern sollte. Es war ein Schauspiel. Schatten an der Wand einer Höhle. Ein Echo realer Ereignisse, die irgendwo passiert waren. War ich dort, um Schatten zu beobachten? Oder war ich selbst einer, als Teil einer Darbietung für andere? Okay. Mein Gott. Relevanter Ort. So, wo muss ich denn suchen? Nach seinem Hotel. Das ist nicht das Hotel, oder? Doch, Ocean View Hotel. Zane, verdammt nochmal. Zanes Zimmer Nummer 665 war oben. Der Aufzug führte mich dorthin. Nett. Nee, gib mal die Pillen. Dann kann ich das Medikament mitnehmen. Da, da. Wieso Inventar voll? So. Auf dem Weg zu sehen. Mit der Schrotflinte ausgerüstet. Stell dir mal vor, da kommt einer im Aufzug hoch, Alter. Du guckst rein. So. Deck 65 ist da. War hier auch das Zimmer von Baker auf der Etage? Nee, ne? Nee, war es nicht. Das sieht aber schon sehr cool aus, ne? Mit den Neonschildern. Ich finde, es sollte in Deutschland auch viel mehr Neonschilder geben. Würde die Straßen mehr erleuchten. Sieht einfach cooler aus. Zane! Okay, er hat einen Film hinterlassen. Ich hatte das Gefühl, Zane würde sich diesmal nicht freuen, mich zu sehen. Ich gehe schon mal raus.
Mal sehen, was da jetzt für ein Fieber-Traum kommt. Ich hab jetzt die Kontrolle. Keine Tricks oder ich jage Ihnen eine Kugel durch den Kopf. Scratch hat Return geschrieben, nicht ich. Sie verdammter Lügner! Sie hatten aufgegeben. Sie haben mit dem Schreiben aufgehört. Sie sagten, es wäre zu gefährlich und wir hätten es nicht verdient zu entkommen. Und dann tauchte er auf. Scratch. Er hat mir versprochen, dass er mich hier rausholen würde. Er war einfach unfassbar. Ein Visionär. Es war Kunst. Hier und er auch. Ich weiß, ich hab's verbockt. Aber Sie können ihn noch fassen, bevor er rauskommt. Bevor er bei Ihrer Frau ist. Und wenn Sie ihn finden, zögern Sie nicht. Töten Sie den Bastard für das, was er uns angetan hat. In meinem Kino gibt es einen Tatort. Da, wo mein Film Nightless Night läuft. Ich hatte Ihnen doch gesagt, keine Tricks! Oh, shit! Moment, sorry, kann es sein, dass es ein bisschen leiser ist? Ja, mein Headset ist es nicht. Sorry. Tausende sind verschwunden. Weit jenseits meines Labyrinths. Wer sich verläuft, verirrt sich in seiner eigenen Gesellschaft. Das nenne ich Drama. Was zum Teufel? Ich hatte tausende Fragen über Zane. Aber es gab Wichtigeres zu tun. What the fuck? Ich muss mal kurz hier eben was Lautstärke mixen. Ne, ist auch alles laut. Okay, dann ist das einfach die Filmsequenz gewesen. Zanes Film, Initiation 8. Okay. Ich musste das Kino Poet Cinema finden. Dort war der nächste Tatort. Zane hatte den Film zusammen mit Return gedreht, um aus dem dunklen Ort zu entkommen. Also arbeitet Zane mit Scratch quasi zusammen. Ist das richtig? Warte, dann tue ich, sorry. Mach ich das nur mal wieder ein bisschen runter, bevor das gleich zu laut ist. Weil der Rest ist wieder normal laut. Dann war das einfach die Filmsequenz. Was ist das? Ah, auf zum Kino. Ich konnte die Suchscheinwerfer des Kinos am anderen Ende der Plaza sehen. Alan Wake hat jetzt keine Zeit für euch Schatten. Oh, ich gehe lieber hier rum. Hier sind nicht ganz so viele Schatten. Alan Wake.
Alan Wake. Sorry, war nur ein Licht. War nur ein Licht. War nur... Es war nur ein Ketzer. Oh shit. Haut ab, ich muss nur zum Kino. Sind die Schatten eigentlich alles Menschen, die hier eingesperrt wurden? Oder was ist... Das wäre auch crazy, ne? So, die ganzen Verschlungenen. Aua, ich hab's geahnt. Hör auf mich einzuprügeln. Mein Name ist nicht Alan Wake. Mein Name ist Thomas Zane. Was ist das, Munition? Oh, shit. Later, Bitches. Du kannst mich, du Pfeife. So, jetzt gucke ich mich hier erstmal um. Vielleicht sind hier noch Worte der Macht. Mächtige Worte für einen kleinen Mann. Okay, hier ist irgendwie gar nichts. Also, eine Sackgasse. Sack. Da ist ein Pfeil. Der zeigt irgendwo hier hin. Da ist noch ein Pfeil. Doch, du Pisser. Muss kurz nachladen. So, bam. Aha. Wo ist der eine Schuss? Die zwei Schüsse sind einfach daneben. Einfach unfucking lucky. Ich guck mal kurz auf dem Dach. Oder muss ich sogar aufs Dach? Vielleicht muss ich sogar aufs Dach. Ah. Angeblich hat Gott uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Genau wie wir ist er ein gefühlloser, grausamer Mistkerl. Und er möchte nicht, dass wir im Himmel die schönen weißen Polster beschmutzen. Und er will nicht hinabsteigen, um uns zu helfen. Es gefällt ihm, uns dabei zuzusehen, wie wir uns abmühen, leiden, töten, sterben und wieder versagen. Falls es einmal zu friedlich werden sollte, schürt er das Feuer. Diese Stadt dient nur zur Befriedigung seines kranken Voyeurismus. Casey ist richtig mad, mad auf alle, Alter. Mad Casey. Aber er hat nicht Unrecht. Light will show you the way. Nicht Light, Light meine ich. Light. Lightning McQueen. Einmal auf der rechten Seite gucken, sind dann auch vielleicht Worte der Hilfe der Macht des Sprosslings. Hier ist eine Tür. Kommen Sie da rein. Verschwinde aus hier! Aua! Ja, der fucking Londoner hier wieder, weißt du? Mit einer Absicherei, oh, mit der Scheiße, Junge. Du hast keine Ahnung. Mann! Ich wollte doch nur wissen. Moment, wo ist hier? Lass mal hinknien.
ob hier noch was ist. Verdammt, ein Abstecher rein hier. Okay, hier ist eine Abkürzung quasi. Gut, dass ich jetzt schon mal geöffnet habe, damit ich alle Monster reinlassen kann. I like it. So, ein Ticket bitte. Ah, hier ist das Ticket. Nehmen Sie es, öffnen Sie bitte die Tore. Und hörte sie das an wie Casey. Genießen Sie den Film. Die Kino-Lobby war ein Portal in andere Realitäten auf der Leinwand. Ich konnte eine Szene dort schreiben. Finde den Tatort. Der ist schon entdeckt. Ich hatte das Gefühl, schon mein ganzes Leben oder noch länger nach dem Kult des Wortes zu suchen. Der einzige Fall, an dem ich je arbeitete. Sie tauchten mit ihren verabscheuenswürdigen Gewalttaten aus der Dunkelheit auf und verschwanden wieder. Zurück blieben nur blutige Tatorte und Hinweise mit obskuren Bedeutungen, die ins Nichts führten. Nachdem ich beim Kino angekommen war, spürte ich, wie eine gewaltige, furchteinflößende Offenbarung vor mir bebte. Bereit, ihr Maul aufzureißen und mich zu verschlingen. Dieser Ort war für den Kult von Bedeutung. Dort konnte man etwas verwenden. Der Kult des Wortes. Okay. Das Hauptereignis war der Mord. Ich musste ihn irgendwie finden. Erstmal muss ich hier die Worte der Hilfe machen. Erhöht die Wirksamkeit von Traumakissen, erhöht den Wirkungsbereich der Leuchtfackel. Ah, komm, nehmen wir die Leuchtfackel. Ich bin Fackelträger. Fokre. Der Fokre-Träger. Achso, genau, Lobby. Dies war das Quartier des Kults. Sie haben es nicht mal verborgen. Der erste Schritt zum Tatort. Ich machte Fortschritte. Jötenjö. Jemand hatte sich im Zimmer verbarrikadiert. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal öffnen und dann reingehen, ne? Der Kult des Wortes. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Sehr schön. Schade, dass man die Leuchtpistolenmunition nicht mehr senken kann. Gut, dann habe ich hier noch Medikit übrig, falls ich eins brauche. Weiß ich, wo eins ist. Prinzipiell. Vergesse ich sowieso nach 10 Minuten, aber ich habe es ja auch. Aufgehört zu schreiben? Das darf ich nicht. Es steht zu viel auf dem Spiel. Das ist wahrscheinlich, was passiert ist. Er hat aufgehört zu schreiben und vergessen, warum er aufgehört hat. Oder dass er aufgehört hat. Und dann fing der Zyklus von vorne an. Okay. Also zwei Blendgranaten. Das lasse ich einmal hier. Die Batterien packe ich mir auch mal ein. Obwohl, ich tue die Fackeln weg und nehme die Blendgranaten lieber mit. Schrotflintenmunition. Die ist voll.
Wir haben sogar noch Leuchtpistolen-Munition. Bei Alan läuft's hier. Tue ich mal bei einer von weg. So, saven. Dann kann ich noch ein bisschen normale Munition mitnehmen. Die Leuchtfacke lasse ich noch hier. Das Verbarrikadierte gucken wir uns sofort an. Ich muss mich wahrscheinlich da reinstellen und dann die Zähne umschreiben. Einmal noch hier gucken. Ich übersah doch etwas. Toll, haben die verdammte Leuchtfacke eingepackt. Mal eben voll machen. Okay, sonst ist hier soweit nichts. Dann müssen wir einmal den Tatort umschreiben. Oh nein. Ich hab mich gestuckt. Weil der Karton dahin gekommen ist. Nein, jetzt kann ich mich bewegen. Ich konnte mich nicht bewegen und konnte ich mich auf einmal wieder bewegen mit dir. Was war das für ein Scam? So, jetzt umschreiben. Der Kult des Wortes. Eine Map. Sehr schön. Map heißt Karte. Es würde Ihnen gut tun zu reden. Es war ein Initiationsritus. So haben wir unsere neuen Mitglieder vom Glauben überzeugt. Ja, zwei von New Yorks Besten. Sie hatten sich einen Platz in unseren Reihen verdient. Und wir hatten etwas Besonderes für sie vorbereitet. Und etwas ganz Besonderes für Sie, Alex Casey. Wer ist Ihr Anführer? Alan Wake? Hm? Scratch? Zane? Geben Sie mir einen Namen! Sie werden ihn noch früh genug treffen. Die Verderbnis nahm kein Ende. Es passte zum Genre, also verwendete ich es. Was ich nur nicht ganz verstehe, ist der Zeitablauf von der Geschichte. Also ist das jetzt eine eigene Geschichte von Alex, also von Casey, oder ist das... Könnte sein, ne? Das, weil wir spielen ja quasi... Ich bin so verwirrt. Good news. Könnte ich prinzipiell jetzt hier raus? Nein, okay. Dann also unten weiter. Hier hat sich auch nichts geändert, ne? Ne, hier ist auch alles gleich geblieben. Okay. Theaterhalle. Cooles Kino. Ah, ne, ist ja kein Kino, oder? Oder ist das bei denen auch als Kino eingesetzt? Ja klar, doch, klar. Muss ja. Der hat ja gesagt, die Kinolichter. Ja, Cinema. Cinnamon. Okay, dann nehmen wir erst die erste Handlungsvariante. Das ist die Kultwort. Die Worte des Kults. Oder der Kult des Wortes. Oh shit.
Quack. Ich. Guten Tag. Ach so. Komm, da laufen da nur Zahlen runter? Auf die Bühne. Hallo Freunde. Die urbanen Legenden, die sich um Thomas Zane rankten. Was war das denn? Die urbanen Legenden, die sich um Thomas Zane rankten, waren ein Loch ohne Boden. Ich stellte einige Nachforschungen an. Für Filmfreaks war er ein mythischer Autor des Filmkunstkinos. Ein aufstrebender Star, der von Finnland nach Amerika kam. Aber er drehte nur einen Film, Tom der Dichter, bevor er verschwand. Genau wie die Hauptfigur seines Films, die er selbst spielte. Das größte Rätsel war sein verschollener Film, ein frühes Werk aus Finnland, Nightless Night, dem mystische Eigenschaften nachgesagt wurden. Manche behaupteten, es handle sich um einen Snuff-Film und der Ritualmord im Film sei ein echter Mord. Es waren keine verbleibenden Kopien bekannt, aber der Kult jagte den Film, als wäre es ihr unheiliger Gral, genau wie Wakes Bücher. Wahrscheinlich alles, was zum Leben erweckt wurde, ne, wurde von dem Kult gejagt. Weil der Kult, also, wenn das derselbe Kult ist wie in heißt es denn jetzt Cordon Lake? Dann versuchen die einfach nur alles aufzuhalten, ne, und alles, was damit zu tun hat, zu vernichten. So, mein schattiger Freund, muss mal die Szene hier umschreiben. Sehr cool mit dem roten Licht. Ich bin sowieso so ein Fan von roten Lichtern. Wait, Moment, das hört sich falsch an, aber... Die geben dir coole Lichtstimmung aus. So gefährlich, weißt du? Achso, hier kann ich das Licht klauen. Moment, ah, was ist denn hier los? Die Polizisten hatten ihre 15 Minuten Ruhm mit dem Kult. Es war zum Schein. Sie waren die Mordopfer. Ich musste irgendwie zum Vorführraum gelangen. Hallo, F? Alles hier? Das, da geht gar nichts, okay? Da geht nichts. Spring. Shut the fuck up. Wo ist denn hier noch so ein Lichtdingen? Alter, wie viele Behälter hier angeblich sind? Handwaffen, Munition. Hier komme ich nicht durch. Kann ich das Licht hier irgendwo jetzt verwenden? Also hier schon mal nicht, okay. Oh, ich muss ja durch. Jetzt muss ich mal schauen. Behälter, Behälter, Behälter und so ein... Oha.
das einfach nur, soll das einen Schutzkreis darstellen? Aber warte mal, muss ich vielleicht die Szene umschreiben? Oder muss ich die Szene rausnehmen? Wir schauen mal. Ob es der Besen? Vielleicht muss ich ohne Szene oben gucken gehen. Finde einen Weg in den Vorführraum. Okay. Hier schon mal kein Weg. Kult des Wortes. Ah. Sie folgen ihrem Meister ins Lala-Land. Sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Sie folgen ihrem Meister ins Lala-Land. Ein trauriger Haufen Clowns in Masken und Kapuzen, die sich für einen Geheimbund halten. Vielleicht sind Sie es, der eine Rolle spielt, Mr. Casey. Eine, die genau auf Sie zugeschnitten wurde. Eine Marionette, die zum Ruhm des Kults blind dem Ritual folgt. Hm? Was zum Teufel haben Sie denn geraucht? Nightless Night. Ein Teil des verlorenen Films blieb erhalten. Sie werden sehen, Mr. Casey. In der Nightless Night werden Sie es sehen. Nightless Night war Zanes Film. Er war wichtig für die Geschichte. Was zum Teufel haben Sie denn geraucht? Moment, Moment. Beruhigt euch. Ja. Oh ja. Deine Geschichte, finde ich auch. So, die Lobby werde ich mal eben zu Night des Night ändern, wenn ich kann. Teil des verlorenen Films. Mal sehen, was sich dann hier ändert. Oh, da komme ich nicht mehr rein. Oder, oh, Kühlschrank. Munition, ja. Sehr schön. Achso, ich dachte hier wäre irgendwas zum Fernseher oder so. Das war einfach nur der Ventilator, nicht der Ventilator, der Vending-Maschine. Wer heißt das Ding auf Deutsch? Snackautomat, so. Ich finde das mit den Szenen ändern. Moment, da war noch was. Wirklich richtig cool, ein ne? Film als Ritual. Wahre Filmmagie. In einem Kino, das aus einer Zeit stammte, als es noch Magie auf der Leinwand gab. Ganz cool, wenn man einfach Realitäten reinbauen könnte, wenn die überhaupt keinen Sinn ergeben, weißt du? Also voll sinnlos. Warum nicht? Was wirklich einfach so. Ja, also eine Clowns-Parade. Ah, das ist falsch. Aber du kannst da noch so Sachen entdecken und der Charakter reagiert dann darauf, ne? Dann. Wäre bestimmt ganz interessant. So, Teil des verlorenen Filmes. Pack das Ding wieder ein, oh Scheiße. Ja. Was ist das? Weiß ich noch nicht. Da läuft ein Film, Leute. Ich will den Film gucken. Die Worte. Zanes Lampe am Bild hatte kein Licht.
Ich konnte mein Licht auf seine Lampe übertragen. Ja, okay, verstehe. Ich muss erstmal mein Leben hier übertragen. Alan Wake. Das Licht der Lampe erschien aus dem Bildschirm. Das war immer meine Geschichte. Hier ist Licht, haut ab. Hallo? In der Nacht war ich wieder draußen. Die schäbige Gasse, keine neugierigen Blicke. Perfekt für finstere Taten. Ich war kurzzeitig stuck vor allem. Hier ist wieder ein Licht, ein Safe Room. So, Schuhkarton. Die Fackel hier rein. Den Painkiller hier rein. Das nehme ich mal eben mit. Eben heilen. Ich habe 2 Pads, die sollten reichen. Ja, so können wir eigentlich losgehen. Kann ich wenigstens noch ein paar Sachen looten. Lol. Ja. Zum Beispiel die Sachen hier. Und instant wieder voll. Ich finde das hier so geil, ne? Wirklich, ich liebe alles an dieser näheren Umgebung. Ich liebe alles daran.